Sie. Ich darf euch alle sehr herzlich begrüßen. Das erste Mal zu einer Premiere, dem Rosa Salon, hier im Magnushaus in der Mitte Berlins. Regiere dich selbst und lebe prekär. Verwerfung im heutigen Kapitalismus. Willkommen bei diesem Rosa Salon, wo wir miteinander feministisch und kritisch debattieren werden und vielleicht auch streiten. Rosa Salon, und ich zitiere hier mal aus unserem Flyer, überschreitet dabei leichtfüßig die Grenzen zwischen Politik, Wissenschaft und Bewegung, zwischen Hochkultur und Popnation. Die Betonung liegt auf leichtfüßig und auf Grenzüberschreitung, sowohl in der Form als auch im Inhalt. Der Gesamttitel der Reihe Prekäre Bewegungen, Feminismen, extra und bewusst im Plural, und Kapitalismuskritik zielt dabei zum einen auf die bittere alltägliche Erfahrung vieler. Der Titel impliziert aber auch ein nicht in diesem Zustand bleiben wollen. Und darum geht es uns. Um irgendwann die Weltherrschaft an sich zu reißen. In ihrem bürgerlichen Leben jedoch arbeiten sie tagsüber als zertifizierte Performance-Coaches. Und in der Nachtschicht bauen sie das Interieur für Veranstaltungen global operierender Großkonzerne auf. Viel Spaß mit dem Muschi-Ballett. Who are you? My name is Richard Kirk and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast and this is my life. I am. My name is Richard Kirk and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast and this is my life. Okay. I am. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say it again. Don't ask yourself what a king would do. Ask yourself what a free man would do. Say it again. Du bist der Auserwählte. What's your name? Muschi? Mushy, mushy, mushy. Say it. Mushy, mushy, mushy. Again. Mushy, 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 mushy ballet. Welcome to the one and only famous mushy ballet. Willkommen beim groß und einzigartigen mushy ballet. Management, Excellence Cluster, Human Resources, Assessment Center, Meeting, Self-Controlling, Self-Government, Show. Controlling Show. Controlling Show. Show. Ich habe meine Agenda verlegt. Ich weiß nicht mehr, wo meine Agenda ist. Da sitzen die drei gestandene Frauen von Psychologin, Autorin, Coach, von denen jede ein 1-Million-Dollar-Geschäft aushandeln können, ja, aber nicht ihr eigenes Gehalt. Genau. Leider. Ja. Naja, die finden wir wieder. Bestimmt, hoffentlich. Weil aber sonst geht es nachher später nicht weiter. Ja. Jetzt, worum geht's denn? Ach, ja, es geht darum. Ich verstehe diese Frage so gut. Wie soll man den Sein, das Sein und den Schein zusammenbringen? Wie soll man umgehen mit der Diskrepanz zwischen Authentizität und Professionalität? Ja, aber es geht darum. Erkennen wir den Erfolgscode der Männer? Ah, knacken wir den. Oh. Nur so kommen wir weiter. Ja, Wut und Wünsche beherrschen. Ja, beherrschen. Mhm. Ja. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Mhm. Vorabendpartner Streit
Morgens Kind, schlechte Klassenarbeit. Kriege der Intimität. Kriege der Intimität. Jetzt gleich aber wichtiges Meeting. Oh. Was tun? Ja. Authentisch ausflippen? Professionell zusammenreißen? Moment, beschweren sich die Frauen immer Diskriminierung im Arbeitsplatz und dann keine Zeit fürs Networken. Ja. Prioritäten setzen, emotionale Intelligenz, Sachverstand. Ja. Und jetzt mal ganz konkret. Ja, konkret. Punktuelle Männer. Oh, fruchtbare, geschlechtsübergreifende Businessbeziehungen. Oh, ja. Genau so. Ja. Genau so. Ja. Also, weil meine Frage, ja, jetzt alles schön, Frauen können studieren, machen, welchen Beruf sie wollen. Und aber warum? Warum ist Mademoiselle Blanche-Wittmann immer noch so, ne, so, so unkontrolliert? Und ich habe mich gefragt, das ist wichtige Frage dieser Zeit, wichtige Frauenfrage dieser Zeit ist, warum verdienen Frauen weniger als Männer? Hat sich, ich recherchiere. Hat sich die FAZ auch gefragt. Fühlen Sie sich innerlich dann habe ich FAZ gelesen und jetzt ist mir einiges klar geworden. Weil FAZ sagt auch, warum verdienen Frauen weniger? Die einen sagen, die Männer sind schuld. Die anderen sagen, die Frauen. Aber ist doch einfach nur eine Frage der Wertschätzung. Ganz ökonomisch. Die Arbeit von Frauen ist am Arbeitsmarkt weniger wert. Kosten-Nutzen-Analysen? Das ist die Antwort. Kosten-Nutzen-Analyse? Nun ja, die FAZ hat 4 Argumentationsschritte. Argumentsschritt 1. Die Männer sind schuld. Aber direkte Diskriminierung am Arbeitsplatz, keine gute Grund, viel weniger Geld, gleich für uns noch so. Uralte Vorurteile wollen wir, kennen wir aus Feminismus. Mehr als Hunger auf Füße. Argument 2. Moment. Ganz so schlecht ist das starke Geschlecht überhaupt nicht. Es liegt noch ein ganz anderes Sache. Frauen sind weniger produktiv, denn sie unterbrechen ihre Erwerbsbiografie für Jahre, für die Familie. Lange Lücken in der Erwerbsbiografie, tiefe Spuren aufgehalten. Weniger produktiv. Es ist, wie es ist, am Arbeitsmarkt kontinuierliche Vollzeiterwerbsbiografie. Dritte Argument. Frauen studieren erst seit 100 Jahren, schlecht qualifiziert, immer noch Erwerbsstatistik, Problem. Reagiert sie häufig gereizt? Weg da jetzt! Weg da! Greifen sie häufiger zu Alkohol? Ja! Mit Schule! Nachmittags! Martini dry und abends! Wenn die Leistungskurve anfällt, dann wollen wir Cocktail! Kann das gar nicht mit ansehen. Argument. Es gibt Frauenberufe und es gibt Männerberufe. Frauenberufe kennen wir alle. Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderpflege, schlecht bezahlt, Gesellschaft weniger wert. Aber Frauen suchen sich das aus. Die suchen sich das aus.